Wer schon ein bisschen eher nach Noten als nach Gehör spielt, sollte jetzt aufhorchen. Heute erfahrt ihr, was Hasunde eigentlich genau ist, wie ihr rausfindet, ob ein Stück in Hasunde-Rhythmus gelesen werden muss und wie ihr euch das flüssige Lesen erleichtern könnt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Su Bunyamin von der Shamisen Zentrale und ich mache hier für euch regelmäßig frische Videos über Shamisen. Den Kanal könnt ihr hier unten abonnieren und drückt am besten gleich das kleine Glöckchen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Klären wir erstmal die zentrale Kernfrage: Was ist eigentlich dieses mysteriöse Hasunde? Immerhin widmen wir eine komplette Episode diesem Thema, also lasst uns anschauen, was genau wir eigentlich heute untersuchen. Hasunde ist ein bestimmter Grundrhythmus, der einigen Stücken unterliegt. Klingt immer noch ein bisschen kryptisch, oder? Warum genau muss man das jetzt wissen? Die Herausforderung besteht darin, dass der Hasunde-Rhythmus im Notenbild nicht ohne weiteres zu erkennen ist. Ja, man muss beim Lesen die Noten innerlich in den Rhythmus konvertieren, den man da so auf den ersten Blick nicht sieht. Das wird gleich etwas klarer, also machen wir weiter. Fangen wir an mit einer kleinen gemeinsamen Leseübung. Schaut euch mal diese 2,5 Takte an und versucht sie zu lesen. Guckt euch mal an, wie der Rhythmus sein könnte. Wenn man sich jetzt erstmal nur auf den Rhythmus konzentriert und die Tonhöhen beiseite lässt, dann steht da gleich, 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 gleich. Okay? Ne? Jede Note hat einen kleinen Strich drunter, also sind sie alle gleich lang. Aber wenn über der ersten Notenlinie im Stück eine kleine kryptische Notiz in Hiragana steht, die Hasunde bedeutet, dann ist der Rhythmus anders. Wenn wir diese Information haben, dann klingt der Rhythmus nicht mehr so gleich, 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 sondern kurz lang, kurz lang, kurz lang, kurz lang. Jetzt nochmal mit den Melodietönen auf der Shamisen, dann wird der Unterschied noch deutlicher. Erstmal gerade so, wie man denkt, dass es gespielt wird, wenn man die Noten sieht. Und jetzt so, wie es wirklich gespielt wird, weil da Hasunde steht. Klingt komplett anders, nicht wahr? Tänzerisch, beschwingt, fröhlich, irgendwie groovig, hat einen Swing. Eine andere Welt. Das bedeutet, dass wenn ihr ein Lied lernt und überseht, dass es im Hasunde-Rhythmus gespielt wird, dann spielt ihr im Grunde ein komplett anderes Lied. Die Melodietöne sind gleich, aber das Gefühl durch diesen anderen Rhythmus ist komplett anders. Deswegen ist es sehr wichtig zu unterscheiden, Hasunde oder nicht Hasunde. In Hasunde klingt ein Lied automatisch irgendwie beschwingt, es treibt und irgendwie ist eine andere Dynamik drin. Und die ist nicht zufällig. Der Rhythmus folgt einem festen Schema und zwar kurz lang, kurz lang, kurz lang, kurz lang. Dieser Rhythmus, finde ich, lässt sich eigentlich ganz leicht nachbauen oder nachempfinden, denn es ist genauso wie der Herzschlag. Kurz lang, kurz lang, kurz lang, kurz lang. Der andere, im Gegensatz dazu, ist eher wie geradeaus laufen. Doin, 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 doin. Wenn man diese sehr lebensnahen Bilder im Kopf hat, finde ich, ist es doch sehr einfach, sich in die verschiedenen Rhythmusvarianten einzufühlen. Wer mit Herzschlagrhythmus nicht so viel anfangen kann, dem hilft vielleicht das Bild einer hinkenden Person. Ja? Während das normale, der normale gerade Schlag das Laufen ist, doin, 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 es ist so ein so ein müdes sich dahinschleppen. Ja? Wenn das Lied vielleicht trauriger ist, dann passt Hinken vielleicht besser als ein beschwingter Herzschlag. Müsst ihr gucken, was für euch am besten funktioniert.
Einige von euch kennen diese Art von Rhythmuspattern vielleicht auch unter dem Begriff Shuffle. Dieser Rhythmus wird auch Shuffle genannt. Um das Ganze auch nochmal mit den Augen zu verbinden, gucken wir uns jetzt mal an, wie dieser Rhythmus ganz exakt ausnotiert sehen würde in der Shamisen-Notation, wie wir sie kennen. Die erste Note des Taktes kriegt einen langen Wert, die zweite einen kurzen, dann kommt wieder ein langer Wert und dann wieder ein kurzer. Da wir in diesem Beispiel einen Auftakt haben, ist es kurz, lang und so weiter. Jetzt entspricht das Notenbild dem, was wir hören und spielen sollten. Warum wird das nicht einfach direkt so geschrieben? Ich vermute, das hat damit zu tun, dass Shamisen-Musik ursprünglich mündlich überliefert wird und man davon ausgeht, dass die Lieder vorher im Kopf schon da sind. Ja, also, dass man weiß, die Melodie, die geht so und so, der Rhythmus ist so. Das heißt, dass die Notation wirklich eher als eine Gedächtnisstütze zu sehen ist und nicht als ganz strikter Fahrplan. Es ist nicht jedes Detail ganz exakt ausformuliert, das sich dann in der Musik wiederfindet. Die wichtige Information, ob ein Stück in Hasunde-Rhythmus gelesen werden soll oder nicht, findet ihr über der ersten Notenzeile am linken oder rechten Rand. Da stehen meistens auch andere Informationen, zum Beispiel zur Stimmung oder auch zum Autor. Und manchmal geht dann diese Information Hasunde etwas unter, vor allem wenn man Hiragana nicht ohne weiteres identifizieren kann. Keine Sorge, ihr müsst nicht Hiragana lernen, um rausfinden zu können, ob das Stück in Hasunde geschrieben ist oder nicht. Versucht einfach euch einzuprägen, wie das Wort Hasunde aussieht in Hiragana geschrieben. Oder macht euch eine kleine Notiz oder druckt euch das aus und dann könnt ihr das mal abgleichen. Ja, sieht so aus. Das Tückische am Hasunde-Rhythmus ist also, dass man ihn im Notenbild mit dem bloßen Auge nicht intuitiv erkennen kann. Die Notation sieht dann aus wie für ein ganz normal in geradem Rhythmus geschriebenes Stück. Aber der kleine Hinweis Hasunde sagt einem, lies nicht einfach kopflos drauf los. Hier muss ein bisschen Arbeit reingesteckt werden. Wenn man das Stück nicht bereits sehr gut im Ohr hat und eigentlich schon ganz genau weiß, wo man hin will mit der Melodie und mit dem Rhythmus, dann muss man sich aktiv ein bisschen eingrooven und kann sich kleine Stützen bauen, um das zu unterstützen. Wir hatten uns ja vorhin schon angeguckt, wie der Hasunde-Rhythmus dann in der exakten Notationsweise nach dem geraden Schema aussehen würde. Ich vermute, keiner hat die Lust oder auch die Zeit, sich die Stücke in Hasunde nochmal so umzuschreiben, dass es fürs Auge auch optisch direkt wahrnehmbar ist, wie der Rhythmus zu verstehen ist. Man kann sich das ein kleines bisschen leichter machen. Ich habe für euch 3 konkrete Tricks, mit denen ihr euch das Lesen leichter machen könnt. Nummer 1, nicht nur für Stücke in Hasunde gut und wichtig, sondern tatsächlich für alle Stücke meine Empfehlung. Hört das Lied regelmäßig und bevor ihr überhaupt anfangt, es zu lernen, erstmal ins Ohr kriegen. Ja, wenn ihr soweit seid, dass ihr wenigstens den Anfang schon innerlich summen könnt oder äußerlich, dann ist es ein sehr gutes Zeichen und es wird euch das Leben so viel einfacher machen. Nummer 2. Morsecode über die Noten schreiben. Punkt für kurz, Strich für lang. Macht es einem wirklich einfacher. Einfach Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich über die kleinen Noten schreiben und ihr werdet merken, es kommt richtig schnell an im Gehirn. Also das funktioniert bei mir sehr gut und ich habe es auch schon vielen Schülern empfohlen und muss sagen, eine sehr gute Idee. Nummer 3. Bevor ihr mit dem Stück anfangt, den Hasunde-Rhythmus, also kurz lang, kurz lang, kurz lang, schon mal auf der leeren Seite einfach schlagen. Doing, 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 doing.
So groovt ihr euch nämlich schon auf diesen Grundrhythmus ein, auch wenn die Melodie dann ein bisschen andere Wege geht und diese Rhythmuskette etwas aufgebrochen wird zwischendurch, unterliegt dieser Grundrhythmus trotzdem dem ganzen Lied. Ja, das ist ein Groove, der die ganze Zeit zu spüren ist. Und wenn ihr euch vorher mit Schlagen auf der leeren Seite ohne Ablenkung einfach ein bisschen drauf einlasst, dann hilft das auch, schon mal diese Erwartung im Gehirn zu setzen. Noch ein wichtiger Punkt, denn darauf werdet ihr zwangsläufig irgendwann stoßen. Der Hasunde-Rhythmus ist an dem Beispiel, das ich gerade gezeigt habe, ziemlich leicht umzusetzen. Aber wenn man besonders langsame Passagen hat oder besonders schnelle Figuren, dann fühlt sich der Hasunde-Rhythmus plötzlich anders an. Dieses Grundschema wird ein bisschen durchbrochen dadurch, dass es irgendwie mehr Noten gibt oder weniger und man kommt innerlich vielleicht ein kleines bisschen ins Wanken. Was mir persönlich dabei am besten hilft, ist mich wirklich einfach auf diesen innerlichen Groove einzulassen und durchzuziehen, dass ich gucke, okay, wo ist der Grundschlag? Und dann muss ich das irgendwie innerhalb dieser Zeit da einbauen, ja? Ich mache dann auch immer diesen Kopfnicker. Düdüm, 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 hilft mir auch. Aber den einen oder anderen lenkt das vielleicht eher ab. Wenn ihr das an kleinen Beispielen üben wollt, dann rüber zu Patreon. Den Link findet ihr hier unten, denn dort werde ich euch ein paar kleine Übungen reinstellen, wo ihr an sehr knappen, kleinen Ausschnitten tatsächlich mal üben könnt, wie man Hasunde-Rhythmus spielt. Ich werde da verschiedene kleine Übungen in den nächsten Wochen hochladen, damit ihr ausprobieren könnt, wie das funktioniert und ein bisschen mehr innere Sicherheit erlangen könnt. Und das war's gewesen. Jetzt wisst ihr nicht nur, was Hasunde ist, sondern auch, wie ihr rausfindet, ob das Stück in Hasunde geschrieben ist, wie man das dann umsetzt und mit welchen Tricks es etwas leichter wird. Also dann, ich wünsche euch sehr viel Spaß und Erfolg dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!